Herzlich willkommen beim 72-Stunden-Orakel. Also die kommenden 3 Tage ganz genau beleuchtet und wir wollen auch direkt schon hineinschauen, was vielleicht die Themen sind. In den kommenden 3 Tagen. Also hier habe ich das Ice Cream Orakel, also da ist Raupe dabei. Ne? Das ist wirklich Magie, das ist Spirit, das sind Vorhersagungen, ja. Vielleicht auch Zeichen, die dich jetzt ereilen, ja, gerade nach dieser Energiewende oder in dieser Energiewende drin. Apple Pie, dadurch kommst du ins Vertrauen und wieder in deine Komfortzone zurück. Mit Orange macht dich das Ganze enthusiastisch und du gewinnst an Mut und Courage. Also das sind doch schon mal tolle Aussichten für die kommenden 72 Stunden. So, jetzt möchten wir es aber auch noch mal ein bisschen ganz genau wissen. So muss ich erstmal raussuchen, wo steckst du denn? Menschenskinder. So, da. Also, schauen wir es uns mal an. Das ist so das System, wie ich es mit Skatkarten lege. Wenn ich ein großes Bild lege, lege ich immer die Personenkarte raus. Und dann geht's los. So, also auch hier ist ein bisschen deine Ausdauer gefragt, ja. Immer noch hier eine Neuigkeit, die ein bisschen Unruhe verschafft, vielleicht auch Tränen bringt oder eine Nachricht, die dich leicht aus der Bahn werfen kann. Allerdings geht es auch hier wirklich positiv weiter. In der Herausforderung liegt es an, die Liebe zu glauben, vor allen Dingen in diesen kommenden 3 Tagen, denn es wird ein positives Zeichen kommen. Eine männliche Person auch in deinem Arbeitsumfeld sendet hier ganz positive Signale in deine Richtung. Ja. Wir haben ihn wieder umringt von so viel Geschwätz und so viel Klatsch und Tratsch und negativer Beeinflussung. Da kommt er oder findet er jetzt in jedem Falle raus. Ja, auch in diesen 3 Tagen. Das heißt also auch wirklich mehr Liebe und Glück von Dauer, als du erwartest, wird da sein mit ihm. Also diese Pik-Dame, die regt mich echt auf. Nicht? Die liegt auch noch direkt in seiner Linie drin. Aber trotzdem, wenn man hier jetzt wirklich auch nochmal rüberrösselt, ist wirklich auch der Fehlschlag, die Enttäuschung da mit dabei. Also das heißt, da schwinden diese Einflüsse also ganz komplett. Ne? Ich sehe dann nochmal ein wichtiges Schriftstück betreffend der Arbeit oder Finanzen, was auf dich zukommen wird. Ja, bitte etwas am Kühlschrank überprüfen. Das wäre auch nochmal ganz wichtig. Kann sein, dass da vielleicht eine Dichtung nicht ganz ist oder dieses, dass da hinten ein bisschen Wasser steht oder vielleicht muss er mal abgetaut werden. Also das sind so die Möglichkeiten, die hier im Moment da sind. Ja, auch solltest du mit deinem Staubsauger etwas aufpassen, sagen hier die Karten. Dann ist ein jüngerer Mann mit Brille da. Der mit Vorsicht zu genießen ist. Also Achtung, jüngerer Mann mit Brille, sollte man ein bisschen Obacht geben, ja. Dann flattert hier auch von irgendeiner behördlichen Seite etwas ein, aber es ist nichts Schlimmes. Es ist etwas, was du entweder bereits erwartest oder es ist so, dass es irgendwie harmlos sein wird, ja. So, nochmal der Schwerpunkt nochmal auf die Liebe. Er setzt ein positives Zeichen in die Richtung. Er möchte in die Intimität etwas sehen, ja. Oh, da sehe ich auch nochmal was. Also im Hausflur auch nochmal ein bisschen aufpassen, entweder Ausrutschgefahr oder da ein bisschen noch aufpassen, Hausflur, ja. Liegt ebenfalls da. So, er sendet, wie gesagt, positive Zeichen, er geht in die Gespräche, also die werden kommen. Er hat auch Neuigkeiten, die eine unverhoffte Wendung zum Positiven bringen. Und das, wie gesagt, ja schon in den kommenden 72 Stunden, ab dem Moment, ab dem du jetzt natürlich auch dieses Orakel schaust. Ich wünsche dir eine ganz hervorragende Zeit. Seid umarmt. Alles, alles Liebe. Mucho, mucho amor. Dein Michael. Ciao.